Ja, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mondschein. Für dich, Steve und... Euer Glaubmann in 4.8. ist auch dabei. Im letzten Part wurden wir ziemlich verhauen. Ja, wir mal so sagen, ja. Ja. Und... Hier... Rechts, lustiger Höhlenweg. Unten, lustiger Brückenweg. Oh Mann, ey. Ein lustiger Wegweiser. So. Ja, ganz lustiger Wegweiser, okay. Ja. Wenn ihr jetzt nach unten geht, dann, ja, also wir wollen uns ja umschauen, weil wir ja wo, ne, weil wir quasi eine neue Heimat suchen und gleichzeitig suchen wir aber auch noch ein Wrack. Ja, weil es aber noch weiter abgeschützte Schiffe gibt. Und das Ding ist, das Wrack ist im Osten. Das Spiel lässt einen jetzt aber auch nach Süden gehen. Das haben wir gerade gespeichert. Und siehst du hier, wir können jetzt einfach weitergehen. Wir können also, ja. Und ich weiß nicht, ich hätte vielleicht das so gemacht, dass man sagt, was weiß ich, nach Osten, dass sie so aussieht wie alte Ruine oder sowas. Irgendwas in dieser Richtung. Und dass deswegen einfach den Film sagt, hey, ich will mir erst die Ruine anschauen. Ja, auch mal was in dieser Richtung. Oder halt so typische Pokémon-Grund, warum man erstmal nicht wo hingehen darf, ja? Ja, ja, ja. Ja. Den Affen müssen wir natürlich kämpfen. Ah, wir hätten mal für 50 übernachten sollen. Das hätten wir. Hätten wir Mana. Ich finde Mana ist halt wirklich dreckig, ey. Da sie gerade voll ist, Mann, hatten wir ja mal einen regenerieren. Sollten wir mal was benutzen. Natürlich. Aber hier seht ihr schon, ja, dieser Wald ist so eine Ausnahme, wo die Gegner so hart sind, weil hier sind jetzt die Gegner normal stark. Und jetzt sollen wir hier auf den linken Affen einschlagen. Die Affen sollen mal den Merkantilismus kennenlernen. Wenn sie besser handeln, ja. Endlich. Darauf haben sie ihr Leben lang gewartet, ja. Und nachdem sie gelernt haben zu handeln, können sie danach, ne, in Reality-Shows gehen. Na, ihr seht schon, ne, wir sind schon wirklich stark, also... Gegner haben jetzt nicht wirklich eine Chance gegen uns. Okay, wir können sogar hier ihre schwache Fähigkeit nehmen. Die für die Gegner, die können halt nichts. Das ist der Grund, warum ich jetzt darauf verzichtet habe, jetzt nochmal ins Gasthaus zu gehen. Du hast darauf verzichtet. Nein, du hast es einfach nur vergessen zu tun. Nein, ich habe es auch nicht raus. Nein, nein, ich meine, ich habe es verzichtet, nachdem ich es festgestellt habe. So. Das ist okay. Das darfst du. Ich muss das jetzt hier die Gegner jetzt nicht das Problem darstellen. Und wie machen wir denn nochmal mit Wrack mit diesem. Ja. Ja, auch guten Schaden.
Und dann hier mal den Dämonenschlag. Gegen den Affen. Wir dürfen die beiden mal hier auf diesen linken Affen einschlagen. Und sie nimmt mit einem Dämonenschlag, ja, diesen Affen hier raus. Sie hat ja mal ran. Ja, nehmen wir den. Ja, finde ich halt ein bisschen zu teuer, ja. Ja, mit 25, ne, aktuell ist es mehr als ein Viertel seines Manas, ne. Ein Fischmesser, wow. Das ist halt unsere aktuelle Waffe, ja, also, ja. Aber gut, können wir verkaufen. Waren effektiv 1500 Tri. Ja. Die Intergalaktare in der galaktischen Währung. Ja, mal schauen, was hier die Fledermäuse können. Okay, hier haben 400 HP. Ich finde es so ein bisschen blöd mit diesen Fragezeichen-Dingen, ja. Also, das hätte einfach irgendwie ein Zeichen länger sein müssen. Unten die Abfrage. Aber man muss auch sagen, ich habe mir das Kampfsystem nochmal angeschaut im Maker, ja, vor dieser Aufnahmesession. Das sieht schon echt kompetent gemacht aus, muss man sagen, ja. Also, das Kampfsystem. Auf jeden Fall alles schön gekapselt, ne? Jede Fähigkeit sein eigenes Common-Event. Naja, also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also ich habe das auch nur grob angeschaut, ja, jetzt nicht im Detail. Also du siehst ganz viele Common-Events, die dann halt jeden Skill in jeder Abstufung und ne, für jeden Charakter die Schadensberechnung dann halt auch mal mit da drin. Genau. Und man muss sagen, wir haben bisher erst nur eine einzige Fähigkeit einen Fehler gehabt. Das ist halt leider ihr Roundhouse Kick. Genau. Mit Aufladen aber. Ja. Mit Aufladen scheint irgendwie nicht. Genau. Das ist die einzige Fähigkeit. Bisher hat das Spiel nur zwei Fehler gehabt. Dieses Aufladen-Ding dort und die Sache mit der Glocke. Ja, stimmt, die Glocke. Da ist halt das Common-Event doppelt da und da und kommt das dann zu Konflikten. Ich kann mir sogar vorstellen, warum er zwei Events gemacht hat. Vielleicht wollte er das Item auch mal splitten, ne? Das ist halt nein, zwei Items. Pass auf, er hat quasi das so gemacht, einmal für die Truhe oben und einmal für die Truhe unten, denke ich. Ja, er wollte es eigentlich zwei andere unterschiedliche Glocken kommen. Genau. Wahrscheinlich auch mit einem anderen Switch dann dabei. Naja. Und das ist aber halt der Fehler, ne? Also, ja. Genau. Und warum auch immer hat ihn niemand beim Testen darauf hingewiesen. Exakt. Und ihn selbst ist es logischerweise nicht passiert, ne? Und die Tester wussten ja alle, wo es lang geht. Ja. Ich meine, es ist ja auch jetzt nicht schwer gewesen, muss man dazu sagen. Einfach da lang, wo die Pilze sind, so, ja. Ey, wenn man natürlich, wenn du einmal da reingelaufen bist und deine Glocke schon benutzt hast, dann wärst du halt stuck gewesen. Ja, und genau das war das Problem so. Und ich glaube, die Tester, die sind halt genau, wenn die da einmal reingekommen sind, haben da ihre Glocke benutzt, hat funktioniert, und dann sind sie halt nie wieder reingelaufen. Aber weil ich ja die Glocke genutzt habe, um einmal zu cheesen, um halt abzukürzen. Man nannte ihn auch Cheese-DSD, ja. Ja. Gut, ich bin der Meinung, der ganze Wald müsste nicht sein. Ja, ich würde diesen Wald einfach abändern. Jetzt sind wir immer hier so weiter. Sie macht hier einfach nur Wrack. Sie nimmt mit dem Dämonenschlag jeweils einen mit vollem Leben raus.
Ja, wir kriegen ein oder zwei Schläger bei einer Dreiergruppe. Das ist halt, ne? Komplett egal, also. So, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch den normal umhauen, aber solange sie gutes Mana hat, denke ich mal, ist das nicht notwendig. Dann gehe ich lieber dann noch einmal ins Inn, wenn wir zurückgehen, um den Weg nach unten zu nehmen. Okay, Schlaf. Das erste Mal. Anti-Schlaf konnte man schon sehr früh kaufen. Ja gut, Schlaf ist ja auch mit egal. Nur wie schnell das wieder aufhört. Also durch unsere Geschwindigkeit ist halt Schlaf auch komplett egal. Weißt du, was vielleicht sinnvoll wäre? Wenn, wenn man mit Death, also mit dem Death-Wert, den man hat, ja, vielleicht auch jede Runde MP regenerieren würde. Mhm. Ja, einfach, das kann man ja rechtfertigen damit, das kann, dass... bei seinem Kampfsystem ist das locker machbar. Genau, genau, genau. Und dass man dann irgendwie sagt, keine Ahnung, man bekommt pro X Verteidigungspunkte immer ein MP wieder. Und wenn man auf das halt an die und wenn man auf Verteidigen Geistwert. Nee, ich würde das wirklich auf den Death-Wert nehmen. Und wenn man Verteidigen drückt, ja, dann verdoppelt sich der Wert. Ja, so. So was Ähnliches habe ich auch probiert, aber im 2K3er. Da habe ich ein bisschen die WoW-Klassen nachgebaut. Mhm. Ich habe einen Charakter, der dann immer mit 0 Mana in den vollständigen Kampf startet und durch Auto-Attacks kriegst du dann sozusagen Wut oder Mana in dem Fall. Und dann kannst du halt dadurch deine Fähigkeiten wieder benutzen und freischalten. Mhm. Der andere Charakter spielt sich dann wie ein Schurke. Du machst für jeden Angriff, den du machst, kriegst du einen Kombo-Punkt. Mhm. Dann erscheint im Kampfsystem... Hast du noch einen zweiten, du hast zweimal Magie sozusagen, du hast einmal normale Fähigkeiten und dann Kombo-Fähigkeiten. Mhm. Und dann kannst du halt, je mehr Kombo-Punkte du hast, desto mehr Schaden macht die Fähigkeit. Da gibt's halt die Fähigkeit fünfmal im Maker und dann halt immer mit mehr Grundschaden und mehr Varianz und sie profitiert mehr von den Stats. So, sowas habe ich gemacht. Ja. Ich weiß es. Sui spielt ja auch mit zwei Ressourcenarbeit, sein neues Spiel. Und dass da auch dann Verteidigen einen halt mehr von dieser anderen Ressource gibt. Mhm. Das eben, Problem ist halt, dass sich Verteidigen oft einfach nur wie Aussetzen anfühlt. Ja, das empfinde ich auch so. Deswegen ist nicht gut. Leider. Ja, das ist die Tür. Hm? Seltsame Tür. Die Tür. Achso, wir wollen ja hier mit den beiden jeweils immer nur zuschlagen. Und sie nimmt den Dämonenschlag. Entsprechend mal raus. Ja, was man vielleicht noch testen könnte, übrigens gegen diese starken Gegner dort, ja, ob dieses Schlafmittel vielleicht sinnvoll ist. Gleich, ja, das stimmt, ja. Das sind ja nur einzelne Gegner. Ob man die vielleicht damit eben, dass du sozusagen genug Geschwindigkeit aufbaust und dann die Schlafmittel benutzt und damit sozusagen dafür sorgst, dass die nie drankommen.
Und man muss sagen, wir kriegen ja wirklich, wirklich gut auch hier Heil-Items hinterhergeworfen, ja. Also ja, mal hier. Auf jeden Fall. Also, wir haben die noch nie gekauft. Wir haben 45 Stück davon gefunden. Wir haben noch nie Heil-Items gekauft. Ja, wir bekommen immer wirklich gut Heil-Items, ne? Zugeworfen. Eine Schuppenflechte, das klingt nie nett, was ich haben möchte. Klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Okay, was ist der, die nächste Rüstung also? Der braucht eine Rüstung. Er hat 64, 68, 82. Ja, ne, unser Finn. Jetzt ist er wieder in Ohnmacht wird. Ja. Dass die seltsame Tür, von der uns berichtet wurde. Und eben gerade, weil uns ein NPC auch davon berichtet hat, dass das gibt, ja? Hätte man das ja irgendwie auch ausschildern können, sozusagen, ne? Deswegen, ausschildern können, ja. Naja, das einfach hier auf diesen Wegweiser, dass es eben dort heißt, hier Ruine oder so, oder was weiß ich, halt irgendeinen Grund geben, warum die Karapati sagt, wir wollen zuerst in diese Richtung gehen. Das sieht eindeutig nach einem Wrack aus. Exakt, ja. Funktioniert nicht. Da hört sich nichts. Ja. Was macht die Katze hier? Hm. Was macht das Kitty Cat hier? Okay. Das ist eindeutig ein Raumschiff, so eine Brücke. Und da blinkt noch was. Die Konsole hier scheint noch funktionstüchtig zu sein. Aufzeichnung abspielen? Ja, bitte. Sir, wir befinden uns nun im hohen Orbit. Sehr gut. Bringen Sie uns in den niedrigen Orbit und bereiten Sie alles für die Kolonisierung vor. Ja, Sir. Sir, das orbitale Verteidigungssystem hat uns erfasst. Wir werden gleich angegriffen. Wie ist das möglich? Senden Sie nochmal unsere Erkennung. Keine Reaktion, Sir. Dies ist das automatische orbitale Verteidigungssystem des Planeten Schutzwall 3. Die befinden sich in einer Sicherheitszone. Entfernen Sie sich vom Planeten, andernfalls werden Ihre Schiffe vernichtet. Was zum... Kampfstation! Panzerung ausfahren! Hier ist noch eine Aufzeichnung. Sir, die Archeon wurde zerstört. Verdammt, auf ihr waren über 1000 Kolonisten. Sir, länger können wir diesen Beschuss nicht mehr standhalten. Unsere Panzerung weist starke Risse auf. Also gut, Evakuierung des Schiffs. Spreng die Kälteschlafsektion ab und setz die automatische Aufweckungsfunktion in Kraft. Sie können wir sie noch retten. So war das also. Tragisch. Naja, was soll's. Genau. Mal sehen, ob ich im Computer etwas finde. Würde mich interessieren, wie lange das nun her ist. Und ob wir inzwischen Henker angegriffen haben. Zeit seit Aufschlag 847 Jahre, 7 Monate, 3 Tage, 15 Stunden, 7 Minuten. Ja. Ja, gut. Uff. Und damit wissen wir auch,
wenn wir davon ausgehen, dass damals die Allianz ja mindestens ebenbürtig war in der Technologie, dass wahrscheinlich selbst Finn in seinem ersten Kälteschlaf, also nicht nur vielleicht 100 Jahre oder so, unterwegs war, sondern vielleicht sogar auch mehrere hundert oder sogar 1000 Jahre unterwegs war. Wir wissen also, dass Finn zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich wahrscheinlich über 1000 Jahre alt ist. Im Endeffekt, wir schauen uns mal die Sequenz des Komet an. Das automatische orbitale Verteidigungssystem vermeldet 136 Angriffe in den vergangenen 850 Jahren seit Aktivierung. Okay. Davon konnten 128 Henkerangriffe zugeordnet werden. 8 Angriffe konnten nicht zugeordnet werden. Das bedeutet wahrscheinlich. Oh Mann, ne? Das ist. Die Kolonistenschiffe, die sie da zerlegt haben. Das heißt, was ist schiefgelaufen? Ja, das ist eigentlich super tragisch. Überlegt man, die haben hier halt wirklich so ein. Die haben ja schon gesagt, dass sie so Schutzplaneten aufgebaut haben. Ja? Ja. Das heißt, die haben so ein Verteidigungssystem aufgebaut, das eben dafür sorgt, dass eben offensichtlich die Henker diesen Planeten nicht angreifen können. Ja, das scheint ja auch gut zu funktionieren. So. Und deswegen, die haben ja schon gesagt, hey, die lassen Planeten für sich natürlich sich in der Entwicklung, die greifen nicht ein. Und wenn sie merken, hey, der Henker kommt, dann evakuieren sie die Leute und bringen die auf Schutzplaneten. So. Genau. Die haben ja schon gesagt, es gibt mehrere, offensichtlich ist das der dritte Schutzplanet. Ne? Deswegen die Zeiten gleich schon drei. Und irgendetwas ist hier schiefgelaufen, dass ihr eigenes Verteidigungssystem ihre eigenen Schiffe angegriffen hat. Und dann, genau. Ja. Genau. Irgendwas ist vorgefallen. Und ich meine, die Henker sind offensichtlich immer wieder hierher gekommen und haben es nur 28. Ja, aber auch achtmal leider nichts zuzuordnen. Wo man erstmal von ausgehen muss, waren wahrscheinlich andere Kolonistenschiffe. Weil natürlich klar, wenn die vernichtet werden, kriegen die es ja nicht mit, dass man irgendwie auf diesem Planeten nicht hin kann. Genau. Ja, und unser Glück war eigentlich nur, dass hier eben der Captain gesagt hat, ey, hier, die Kälteschlaf kann man abschießen. Ja, und dass eben unsere Kammer eben, noch abgeschossen werden konnte, bevor das Schiff hier zerstört wurde. Nur scheinbar konnte diese Kälteschlafaufhebung, die er eigentlich noch einleiten wollte, hat das scheinbar nur nicht eingeleitet. Genau. Ist wahrscheinlich durch die Malfunktionen, wo dann bei Finn sind sie überhaupt erst wieder aufgewacht, ja. Ja, genau, weil irgendwann dann wahrscheinlich die Energie ausgeht oder so und wahrscheinlich ist dann so eine Art Schutz drin, dass wenn, bevor die Energie quasi aus ist, dass dann eine Art Auftauchen wieder stattfindet, ja. Und, ich meine, die scheinen ja hier ganz gute, Energiespeicherung zu haben, dass selbst nach über 800 Jahren immer noch, noch Strom da ist dafür. Ja, so. Und da sage ich ganz offen, so etwas muss mir nicht erklärt werden. Ich will jetzt hier nicht, dass jetzt Finn sagt, oh, zum Glück haben die Nuklearbatterien, die können 1000 Jahre halten. Danke für die Info, aber das ist etwas, was ich mir denke, so, ja, brauche ich hier einfach nicht. Na, das ist so, man muss nicht immer alles erklären. Man kann doch einfach mal einfach sagen, okay, die haben jetzt hier den Strom. Das passt schon so, ja. Wenn wir den später von mir aus vielleicht irgendwo ein Buch finden oder ein Logbuch, wo dann vielleicht technische Daten drin stehen und so, ist das in Ordnung. Aber das brauche ich hier nicht in so einer Sequenz. Das automatische orbitale Verteidigungssystem geht nun offline. Vielen Dank. Das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass in den 850 Jahren 150 Angriffe waren, ja, das war ziemlich oft, ja. Ist das ziemlich oft und das ist gar nicht gut. Finn? Ich hab nichts gemacht. Ich wollte es nicht abschalten, ich wollte nur abspielen. Ich hab abspielen gedrückt, nicht abschalten. Da stand einfach AB drauf, ich dachte, ich für abspielen. Ja. Warnung.
Das automatische orbitale Verteidigungssystem hat ein Henkerschiff im Sonnensystem entdeckt. Super. Das ist ja... Das ist ja passend, oder? Ja. Soll das System reaktiviert werden? Ja, bitte. Ja, verdammt, ja. Das System kann nur in der dafür vorgesehenen Verteidigungsstation reaktiviert werden. Danke. Die Basis konnte nordöstlich von hier derzeitige Position auf einen separaten Kontinent geordnet werden. Das Klima dort ist rau und eisig kalt. Bitte ziehen Sie sich warm an. Sollten Sie sich eine Erkältung einfangen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Na, vielen Dank. Das Ding spinnt doch. Nun gut. Sieht so aus, als müssten wir diese Station finden und das System reaktivieren. Ja, auf jeden Fall besser für uns. Ist doch immer dasselbe. Wenigstens ist wieder was los. Ich will einen Keks. Ich mag Rem irgendwie. Ich weiß nicht, es ist so passend. Ein Kind, ne? Ja, genau. Ich verstehe das alles gar nicht. Richtig, ja. Ey, wir werden wahrscheinlich gleich ausgelöscht und so. Ich hätte gerne einen Keks, ne? Und die mit Schokostreusel. Ja, Leute, wir haben ein neues Ziel. Ja. Fuck. Ja. Wir haben auch immer das Verteidigungssystem abgeschaltet. Jetzt müssen wir es schnell wieder anmachen. Richtig. Weil. Ja. Ja. Und das ist natürlich jetzt blöd, wenn man diese wichtige Szene überspringen kann. Genau, und ich bin, vielleicht liege ich damit auch falsch, ja? Aber ihr habt ja gesehen, wir können in den Süden einfach gehen, ja? Vielleicht kommt eine Abfrage, wenn man den Kontinent wechseln möchte oder so, ja? Dass dann vorher den Kontinent gar nicht wechseln, vielleicht. Ja, vielleicht kommt da dann, hey, wir wollten dann nach dem Wrack suchen oder so. Ich habe jetzt natürlich jetzt im Make-up mir nicht jedes Event angeschaut oder so, ja. Ich weiß nur, dass man auf jeden Fall weitergehen kann. Wenn da jemand mehr weiß, würde mich das wirklich interessieren, ob man diese Sequenz hier wirklich skippen kann. Weil das wäre irgendwie schon hart, weil das meinte ich mit, wir skippen unsere Motivation sozusagen, ja, also ich meine, klar, wir haben die Motivation, hier was zu suchen, wo wir leben können, wo wir uns niederlassen können. Aber jetzt geht es ja darum, dass dieser Planet ja nicht zerstört wird. Genau. Und wir wissen ja, was er mit dem letzten Planeten gemacht hat, wo kein Verteidigungssystem war. Dann ruhen wir uns nochmal weiter. Gehen wir jetzt raus, ja? So, wo sind wir vorhin lang gegangen? Sind wir von hier gekommen, oder? Rausgekommen, ja. So. Mal schauen. Sind wir von hier gekommen, oder? Nein. Anscheinend nicht. Anscheinend ja nicht. Wenn ich irgendwas mache, jetzt braucht es hier der Zaun. Jetzt habe ich mir gerade ein bisschen Schiss. Ich weiß halt leider nicht ganz genau, welche Version ich hier gerade habe vom Spiel, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach die genommen, die ich auf der Festplatte rumliegen hatte. Ich weiß nämlich, dass es nochmal eine aktualisierte Version 2006 gab. Also der Entwickler hat das Spiel nochmal nachgepatcht, muss man dazu sagen. Ne? Er hat, nachdem das Spiel rauskam, nochmal gepatcht. Hier noch unten, ja. Kommen wir noch hierher. So, da war die Truhe. Ja. Kannst du das Spiel bitte mal im Maker? Soll ich mal im Maker nehmen? Ja. Ey, bitte lass jetzt keinen Teleport wählen. Das sollte kein Teleport wählen. In der Version, die wir hier haben. So, wir sind auf jeden Fall auf Kontinent 2. Die Map ist recht leicht zu finden. Irgendwie geht's hier nirgendwo gerade lang. Ich hab grad echt Schiss, um ehrlich zu sein. Ich
wir gerade stuck sind. Das Spiel auch nicht im Maker geöffnet. Kann er jetzt noch so im Zweifel hin? Oh, please, 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 no, oh no. Oh no, 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 ich kann no, mich no. an so einen Fehler halt null erinnern. Ah, hier kommt man hoch, okay. Das wirkt aber eher wie ein Fehler. Mhm. Sehr ein Begehbarkeitsfehler, würde ich sagen, dass wir hier hinkommen. Nein. Oh, da. Oh Gott. Oh Mann, das. Ja, okay, es ist markiert, aber es ist. Oh Gott, ja, es ist markiert, aber nicht deutlich. Die hätte ich mir tatsächlich gerade einen Kelvin-Fall gewünscht. Schau mal. Siehst du es? Ja, ich sehe es, ja. Ja. Okay. Weil, an so einen Fehler komme ich. Das hätte ich mich erinnern können. Alles gut. Oh, das, ich sag mal so, das kann man besser markieren, oder? Sehe ich das jetzt? Das sehe ich auch richtig, ja. Halt diese Perspektive ist halt schwierig. Okay, wir wurden ja mittlerweile im Full Heal gehabt, das heißt, wir können einfach weiter, aber ich möchte mal einmal hier raus, um zu speichern. Da haben wir ja doch einiges gerade gemacht, ja. Da möchte ich doch einmal. Mhm. Mal kurz speichern. Jetzt können wir. Ja, ihr seht schon, die Affen muss man wirklich ansprechen. Aber es gilt wie immer: Wir nehmen die Kämpfe mit. Rück mit 3 Gegner und einer konnte uns nur schlagen. Einmal. Aber Steve, steig doch mal Stärke. Los, Steve. Skill Stärke. Ja. Also, ich glaube, man hätte wieder was machen sollen, um eben. Weißt du, was wir vielleicht noch machen können? Und zwar. Verteidigung regeneriert halt MP. Und Geist könnte die Konterchance erhöhen. Mhm. Das kannst du ja easy begründen. Könnte, ja. Weil ja. Die Charaktere halt sich mehr konzentrieren können, eben auf den Kampf oder so. Angriff und Agilität sind ja per se gut. Ja, also, was die Eigenschaften machen. Damit es einen Grund gibt, auch Verteidigung und Geist zu steigern. Weil machen wir uns nichts vor, Finn hat keinen Grund, Geist zu steigern. Nee, hat er auch nicht. Und wenn du nicht im Maker nachgucken kannst, dann siehst du ja auch nicht, dass Geist für ihn vollkommen sinnfrei ist für ihn, ja. Ich finde mal, dass jeder Statuspunkt einem Helden auch was geben sollte. Dass es irgendeinen Grund gibt, warum man ihm den Charakter, gerade wenn es nur 4 gibt, sollte jeder irgendwie was machen. Aber weißt du, was das Schöne ist mit dem eigenen Kampfsystem? Er hat nämlich den einen nervigen Aspekt des 2K-Kampfsystems rausgemacht. Verfehlen. Die können nicht verfehlen. Das mag auch keiner. Wenn Gegner verfehlen können, das ist in Ordnung. Vollkommen fein. Aber der Spieler selbst sollte nicht verfehlen können.
weil es einfach nur Zufall ist. Ja, du verlierst, weil du nichts falsch gemacht hast. Okay, wir sollten mit Finden zumindest einmal eine Fähigkeit einsetzen, damit er wieder einen Grund hat, Mana zu regenerieren. Das kann er machen. Gut, dafür kriegen wir jetzt einen Schlag ab, den hätten wir verhindern können. Wir hatten ja noch 200, dann nehmen wir mal... Machen wir nur Gewaltschlag. Damit er, wie gesagt, einfach nur mal erinnern kann. Wie macht das? Ja, 133. Ist okay. Denn, weil ich Agilität geskillt habe, kommt der Affe eh nicht mehr dran. Bierdeckel. Von hier kamen wir gerade, ja, von hier links, ja, okay. Hier zieht ein Kraftakt ab. Ja. Und ich hätte wahrscheinlich diese Self-Insert-Sache da so ein bisschen, diesen Tempel-Leuten dort ein bisschen abgeändert, ja. Dass die einen vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man für die so Aufgaben macht oder so, ja. Dass man so ein bisschen was über Sif und diesen Dämon irgendwie noch erfährt oder so. Oder eben, dass der Dämon, keine Ahnung, mit ihr ab und an spricht, weil, Das ist halt nur uns. Das ist halt der Grund, warum sie mitkommen. Wann wieder. Genau, genau. So. Aber, ne, das war's halt auch. Selbst ihre Tollpatschigkeit, ja, hat bisher... Ja, ja. Also, das hat eben auch nicht wieder passiert, ne? So, oder halt die schlimmen Dinge, die während, wenn man es irgendwie herum ist, passieren, sind der seitdem nie wieder aufgetreten, ne? Ja, genau. Es war einfach so ein Plotgrund, hey, Sif soll sich, ne, der Party anschließen. Das ist so etwas, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt auch bei einem Remaster verändern. Ja, dass sie einfach lernt, mit den Dämonen umzugehen. Und soll ich sagen, was das Witzige ist? Das hat noch ein bisschen was wie hier bei Naruto mit den Kyubis. Mhm. Die du in dir hast, dann so. Und soll ich sagen, die auch manifestieren können in dir und dann du dich mit dem Inneren zum Beispiel unterhalten könntest. Ja. Ja? Sowas. Und man hätte das sogar so machen können, dass sie ja vielleicht mit den Dämonen jetzt eins geworden ist während des Kälteschlafs. Und dass sie von mir aus vielleicht dann irgendwie auch mal so irgendwie, keine Ahnung, so eine. Ja, Erinnerungsphase bekommt, so Sequenzen bekommt oder so. Was weiß ich, ja, so ein bisschen. Keine Ahnung, das vielleicht bekommen wir ja hier jetzt nach dem, nach dem Kälteschlaf, weil jetzt sitzt, keine Ahnung, 40 Geist mehr oder so. Ja, wie einen Geistboost bekommen und dann, weil es jetzt irgendwie mit den Dämonen, ne?
jetzt irgendwie eins geworden ist oder so. Was weiß ich. Irgendwie auf jeden Fall finde ich, hätte man da noch was machen können. Sollten wir mal im Hinterkopf behalten, wie viele Items wir haben. Weil mehr als 99 kann man ja nicht tragen. Ne? Das heißt, irgendwann... Müssen wir den Kram eh verkaufen. Ja. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon wieder? Wow, 11.000. Das meine ich mit so. Ne? Nimm einfach die Gegner mit und du hast schon wirklich genug. Ich denke mal, es war aber trotzdem richtig gewesen, dass wir uns die Waffen geholt haben. Ja, ich will den loswerden, komm. Ja, der soll mal handeln lernen, der aber. Will sie Geist Finn mehr MP geben oder so? Ja, gut, ne? Muss nichts mal speichern können. Ich habe ja Fähigkeitspunkte, könnte man das ja mal gucken. Wobei Finn eigentlich gerade mit seiner MP ich zufrieden bin. Er kann jetzt viermal das einsetzen. Ja, also... Ich frage mich auch gerne nachher seine Ulti einsetzen. Einmal. Also Also wie gesagt, auf 25 haben die jetzt alle nochmal was gelernt. Ja. Das Schnitzeln bei Finn. Sif hat Anti gelernt. Ist doch mal ein Grund mehr, warum du die Items nicht mehr brauchst, so, ja, weil. Ne? Und hier. Sie hat Heilung 3 gelernt. Ja. Nochmal Skill. Auf 25. Wer Sif hatte hier dieses Anti bekommen. So, und Anti. Also, wo brauchen wir jetzt noch Anti-Venom und Co.? Klar, ich glaube, man kann alle außer 5 oder so verkaufen. Wahrscheinlich. Oder 10 von mir aus. Wie gesagt, wie viel haben wir jetzt davon eingesetzt? 0. 0. Weil uns das Spiel halt auch nicht dazu zwingt, das nach dem Kampf zu machen. Genau. Und im Kampf, finde ich, hat sich. Im Kampf hat es bisher einfach nicht gelohnt, sagen wir es mal so, ja? Das ist so. Obwohl sie kennt wahrscheinlich auch noch jemanden mal mehr Kantilismus machen können. Ein der Affen. Hier suchen wir das ein bisschen das Mana zu optimieren. Ja, also das, vor allen Dingen Sylph halt ihr Special macht. Jetzt geben wir eh eine Runde Schaden, also von daher. Können die auch einmal weiter zuschlagen. Jetzt zumindest einen Frag machen können. Ja, das war eine Punktlandung, würde ich sagen. Cool, jetzt können wir auf jeden Fall durchhintern.
Ja, komm her, Döfchen. Im Erstschlag. Nice. Ja, Schlag, können wir ruhig einen entsprechend sofort wegentern. Und sie nimmt zwei mit dem Dämonenschlag aus. Also 500 war schon wirklich der Low-Low-Roll scheinbar gewesen. Die Varianz ist halt ziemlich hoch. Ja, solange wir mindestens 500 Schaden machen, ist der Rest ja egal. Ja. Und hier seht ihr, wir können die ganzen Gegner, die gerade sind, können wir alle skippen. Ja, also außer der auf der Brücke stand, weil du musst die Affen wirklich direkt berühren, damit die kämpfen. Ich sag mir aber, hey, wir brauchen Tranik, ja. Genau. Hier sogar weniger, um die Statuswert direkt zu erhöhen, sondern einfach, weil wir auch Geld brauchen. Ja, richtig. Und wir sind hier recht dankbar, die Gegner. Weil am Ende, wir können die nichts. Seht ja. Kriegen die im Schnitt down, bevor sie uns angreifen. Und wenn sie uns angreifen, ja, machen halt ein Charakter 30 Schaden. Also Wayne. Wir haben einmal unsere 35 Quotenschaden bekommen. Hätten wir jetzt schon wieder die Skillpunkte in Agilität gesetzt, hätten wir, würden wir die Razzuradin nicht mehr bekommen. Das war Erstschlag. Wir kriegen jedes Mal noch zwei Verbände. Jetzt kriegen wir sogar 25 Skillpoints. Nice. Nice, Alter. Ja, dann halt nur 10er Schritte leveln ist halt schon ätzend. Ja. Das ist. Man kann sich halt die Frage stellen, ob dieses ein Punkt unbedingt notwendig war, als es da steht. Ja, ja, dass man 5, 10 und 20 oder so irgendwie hätte. Also 5 ist ja klar, das braucht man, weil man ja auch im, teilweise im 5er Abschritten Punkte bekommt dazu, ja? Ja. Also das verstehe ich schon, warum die 5 da zur Auswahl steht, aber ich hätte zumindestens du weißt, was eine Option wäre? Noch eine zweite Seite hätte nicht geschadet oder halt eine freie Eingabe. Nee, soll ich sagen, was praktisch wäre? Du hast 5? 10 und die dritte ist immer so viel, wie du aktuell mit dem Level dazu bekommst. Ja, wir kriegen jetzt noch die 25 Punkte, ja? Dass du dann auch im 25er Takt verteilen könntest. Wenn wir später mal 30 bekommen, im 30er Takt. Ja, also immer das Passende. Möglich, unmöglich. Und das ist ja sogar machbar, weil du musst in der Abfrage es ja einfach nur machen, in welchem Levelbereich ist gerade der Charakter. Der ausgewählt. Ja, aber das Einfachste ist wirklich eigene Eingabe. Ja. Also, machen wir uns nichts vor, das ist die beste. Das kannst du sogar Standard, ist eine Standardfunktion auch vom Maker. So. Ja. Machen wir uns nichts vor, das ist nicht optimal gelöst. Nee. Also sprich, Reskillen sollte man reinnehmen in der neuen Version davon. Und eben dieses mit dem Verteilen, dass man das vereinfacht.
Ja, okay, jetzt kommen die Affen gar nicht mehr dran. Und überleg mal, ich habe sogar Quatsch-Schwierigkeiten benutzt. Ja, ich würde mal testen, ob selbst damit gerade wir durchkommen. Also, ja, wir sind jetzt immer schon. Von hier kam man gerade, oder? Ich bin gerade ein bisschen. Kommt man gerade von hier? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich leider auch. Ich habe mich vor Verletzung, vor Verwirrung leider selbst verletzt. Ich bin mir gerade unsicher, alle, Leute. Alles gut ist, von hier kam man, habe ich gerade. Ja. Aber wenn man nach dem Kampf teilweise irgendwie gedreht wird in der Perspektive, ist man dann manchmal so ein bisschen. Gut, ich meine, wir labern hier Leben natürlich und ich muss dazu sagen, ich schaue natürlich auch immer wieder auf mein Aufnahmeprogramm, dass es auch läuft. Wichtig. Wir hatten ja schon mal Sachen, wo es nicht mehr aufgenommen hat. Ja, also. Ich muss jetzt für den Affen mal schaden. Ich hab die Lügenpresse gesagt, ja. Wir können die auch in einer Runde besiegen, indem ich Finns Fähigkeit nutzen würde. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie lang der Wald genau geht. Und deswegen. Okay, da unten. Nehmen wir den mal. Und wahrscheinlich hätte ich hier wieder vielleicht noch einen anderen Gegnertypen noch reingepackt oder so. Das ist der erste Ort, wo es einfach nur einen Gegnertypen gibt. Immer nur die Affen, das war's. Und immer Dreiergruppe. Oben lustiger Höhlenweg, links lustiger Brückenweg. Lustiger Wegweiser. Wo geht's nach rechts lang? Ah, okay, da sind wir. Ja, sind wir durch. Okay. Dann speichern wir mal. Mhm. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. Und hier erwartet uns auch die größte Stadt des Spiels. Ich war DSD Steve. Gut. Und euer Klaupen für 8. Und sehen wir den Kommentaren da oben noch rumfreuen. Tschüss. Tschüss.